Moin Leute, ich bin Aslava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Auf geht's zu Banshee in die Waffentagslieferung Nummer 28. Was hat er für nächste Woche dabei? Für nächste Woche einmal das Suros Dis 43 Scout Gewehr. Definitiv ein sehr gutes Scout Gewehr, vor allem auf dem PvP. Dann haben wir die Ludmilla D dabei. Wir haben das Gegenstück und zwar Suros PDX 41 dabei aus dem Haus Suros. Also beide haben gleiche Schlagkraft, nur das Suros hat drei Schusssalven, die Ludmilla hat vier Schusssalven. Dann haben wir noch ein 42er Modell des Raketenwerfers dabei und wir haben eine Tamar D dabei. Das ist eine Sniper aus dem Hause Hecke. Ja, also meine Empfehlung ist definitiv für die drei Suros-Pakete, die sind am interessantesten. Und dementsprechend, wenn ihr was kaufen solltet, dann die drei Suros-Pakete. Fangen wir auch direkt an mit dem Raketenwerfer. Ja, die Fähigkeiten deuten nur auf einen Raketenwerfer zu, und zwar der mit Zielsuche. Der ist wesentlich besser, also sieht wesentlich attraktiver aus als die anderen beiden Raketenwerfer. Aufgriffsradius oder für Munition uninteressant oder Dreibein uninteressant, beziehungsweise Überschuss jetzt nicht unbedingt berauschend auf den Raketenwerfer. Dementsprechend würde ich definitiv zu der Zielsuchvariante greifen, weil diese einfach perktechnisch stärker ist als die anderen beiden. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Jingbo D, also eine Shotgun aus dem Hause Hecke. Drei Schüsse Magazine das Ding, also sehr mager, sehr uninteressant quasi. Und die ersten beiden Varianten sind definitiv Crap, also absoluter Müll, mit denen kann man eigentlich nichts anfangen, außer sie schrotten. Und die dritte Variante ist jetzt nicht unbedingt gut, ist gar nicht gut, ist nicht mal unterer Durchschnitt, aber von denen, was im Angebot ist, ist dennoch noch die beste Wahl. Aus dem einfachen Grund, wir haben Linearkompensator drauf. Das ist wie verbesserte Ballistik, beziehungsweise wie Feldchoke, dass man dadurch einen Reichweiten- und einen Schlagkraft-Push bekommt. Dementsprechend würde ich die nehmen. Des Weiteren hätte man noch die Reichweite anders pushen können. Hier kommen wir zu einer interessanten Waffe, und zu der Arminius D. Was kann sie diese Woche? Diese Woche kann sie nichts. Das hört sich schon mal scheiße an. Also hier fehlt auf jeden Fall der verstrebte Rahmen für die zusätzliche Stabilität. Kleinkaliber ist jetzt nicht unbedingt Müll, aber es bringt nicht viel auf der Waffe, weil ihr braucht jeden Stabilitätstropfen. Aus dem einfachen Grund, die Dinger schießen extrem schnell. Der Rückstoß ist dadurch schwer zu kontrollieren, wenn man wenig Stabilität hat. Daher ist wirklich immer eine Empfehlung aufgrund von verstrebten Rahmen, da man einfach dadurch die höchste Grundstabilität mit der Waffe auszeichnen kann. Perk-technisch definitiv diese Woche jetzt nichts gravierend Bedeutendes dabei. Hier haben wir eine mit halbvollem Glas dabei gehabt. Wir haben hier eine mit Messsuche, oder zwei Versionen mit Messsuche. Einer hat Kontrolle der Massen drauf, die andere hat Ein-Mann-Armee drauf. Ich würde jetzt eher zu der raten, die Kontrolle der Massen drauf hat, als Ein-Mann-Armee. Vor allem Ein-Mann-Armee ist auch jetzt nicht ein schlechter Perk, aber jetzt auch kein berauschender Perk, weil man muss den Gegner, den man anschießt, schnell killen. Man darf keine Assist drauf bekommen, also es darf niemand anderes auf den drauf schießen. Und dann bekommt man auch sehr wenig Nahkampf und dementsprechend Granatenenergie zurück. Also ist jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Ja, das Suros Ari 45, eigentlich ein sehr gutes Grundmodell für ein Automatikgewehr. Bis jetzt noch kein extrem guter Roll dabei gewesen. Hier haben wir eine mit halbvollem Glas. Hätte die jetzt einfach nur stat-technisch mehr Stabilität, die sie aufweisen könnte, würde ich sie definitiv empfehlen. Hier fehlt einfach viel zu viel Stabilität in der Waffe. Deswegen auch keine Empfehlung von mir. Man sieht jetzt hier, alle Varianten, die im Angebot sind, sind jetzt nicht berauschend. Ich würde jetzt eher zu der ersten Variante greifen, vor allem unnachgiebig. Wenn ihr angeschossen werdet, verwackelt ihr schneller. Ihr habt Großkalibergeschosse drauf, das heißt, ihr sorgt dafür, dass die Gegner, die ihr trefft, dementsprechend mehr mit ihrem Visier verreißen. Des Weiteren habt ihr Kleinkaliber drauf, könnt ihr ein bisschen die Stabilität pushen. Die Reichweite könnt ihr auch pushen, aber das macht ja eigentlich gar keinen Unterschied bei Automatikgewehren. Von daher würde ich dennoch auf jeden Fall zu dem Ari 45er Modell greifen mit Großkaliber bzw. unnachgiebig, weil das immer noch besser ist als die anderen Varianten. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Raketenwerfer mit Clusterbomben, also das 42er Modell. Hier ist Speer drauf, ganz definitiv, also ganz wichtig auf Suros Raketenwerfern, Speer und schwere Ladung. Das ist sehr, sehr wichtig für den Raketenwerfer aus einem ganz einfachen Grund, weil er dadurch einfach
ja, wie soll man sagen, die Geschosse fliegen schneller, haben einen größeren Explosionsradius, also das verbessert den Raketenwerfer ungemein. Des Weiteren, ihr habt schon 2 Schuss im Magazin, also würde auch 3 Beinen nicht wirklich was bringen bei der Waffe. So, hier haben wir eine mit Speer drauf, wir haben eine mit schwerer Ladung und wir haben Clusterbomben. Also, wenn ich zugreifen würde, dann würde ich jetzt hier bei dem letzten Modell zugreifen, weil das einem die besten Werte bietet, beziehungsweise auch am effektivsten ist von den Varianten, die dabei sind. So, das wäre es auch schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.